Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin heute wieder in Neustadt-Brühenberg unterwegs und zwar bei der Ortswehr Hagen. Wie man schon sieht, also Hagen ist schon relativ neu, alles umgebaut. Große Mannschaft, super aktive Mannschaft. Und wie man auch vielleicht ganz oben aussieht, in den Fenstern auch ein paar Pokale und so. Also sind auch immer gut dabei. Wir werden heute was ganz Besonderes für euch angucken. Neues Fahrzeug, was wir bekommen haben. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Seid gespannt. Los geht's. Schön. Hier ist das schöne Auto. Was das genau ist, wir behalten natürlich die Spannung aufrecht. Ne? Aber man kann das heute gar nicht mehr unterscheiden. Ist das jetzt ein LF 1020, HLF 1020? Das sieht von außen meistens relativ gleich aus. Und, aber das mache ich jetzt nicht allein. Ich habe natürlich die Leute von der Ortswehr, habe ich zwei super Kameraden hier. Den ersten jetzt hier zu meiner Linken, der Erik. Moin. Das ist Erik. Moin. Und hat Unterstützung von seinem Kameraden Andreas. Den holen wir nochmal daneben. Genau. Super. Und ihr wollt uns heute ein bisschen das Auto vorstellen. Was haben wir denn hier für ein Auto heute? Das ist ein HLF 10. HLF 10. Okay, was ist ein HLF? Das ist ja wie so ein, also LF steht ja für Löschgruppenfahrzeug. Was ist das H? Hilfeleistung. Ah, Hilfeleistung. Alles klar, danke. Also HLF 10, ne? Und nochmal das Impressum, Stadt Neustadt-Brühenberge, es gibt ja mehrere in Neustadt, aber das ist das am schönen Brühenberge und Ortswehr Hagen. Das war der Startschuss von der Kirche. Darf ich mal aufmachen hier euer Ding? Ja, natürlich. Oh, das riecht hier noch richtig neu hier, du. Hier haben wir aber unser Bedientableau für unsere ganze Sondersignalanlage, Außenbeleuchtung und. Genau. Hier können wir einmal hier das Blaulicht anschalten. Martinshorn, die Heckwarneinrichtung, Umfeldbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung. Hier haben wir noch einmal unsere Rückblickkamera. Da sehen wir dann, was hinter dem Fahrzeug ist. Ja, noch eine Spannungsversorgung, Tankfüllstände anmachen. Da sieht man auch noch im Display, das, wo Türen offen sind, wo Rollladen offen sind, wenn dann welche offen wären, ob der Lichtmast noch hoch ist. Genau, dass man nicht wegen irgendwas geöffneten dann einfach losfährt und dann was in den Dutten geht. Ist ja schon mal klein, aber fein. Dann haben wir hier noch eine Kiste für Einsatzunterlagen, Karten, Hydrantenpläne. Genau. Noch zwei Helmhalterungen und einmal unser Brett. Für die Artenschutzüberwachung. Artenschutzüberwachung, genau. Hier hinten noch zwei Winkerkellen, zwei Funkgeräte, zwei schöne Handlampen noch und ein Gaswarner. Also das finde ich eigentlich gesagt besonders schön. Ne? Also das ist ja so das Schöne an der neuen Generation der Fahrzeuge. Die sind ja echt gut. Geil. Also was mir schon mal gleich auffällt, ne? So Unterschiede, was dir schöner ist. Erstmal kannst du dich hier richtig festhalten, wenn du hier gehst. Ne? Das ist ja schon mal das Erste. Ja, der fährt auch ganz gut. Genau, ihr könnt euch hier zwei Autos, ne? Also es gibt natürlich verschiedene HLF 10. Das ist natürlich jetzt einer, ein Aufbau von Rosenbauer. Dass man dieses kleine R, was manchmal so ein bisschen hier so durchdrückt. So, und ihr könnt euch während der Fahrt ausrüsten. Genau. Was ist das hier für ein Hebel? Das ist zum Entriegeln der Geräte. Aber jetzt müsst ihr Genau. Jetzt ist also die Geräte gehen einfach so, die sind natürlich fest während der Fahrt, ne? Da geht es natürlich auch um Verkehrssicherheit und erst wenn man fest ist, kann man diesen Hebel hochziehen und dann kann man dieses PA-Gerät auch rausnehmen. Ne? Genau. Das ist ein Notfallrucksack, ne? Genau. Erste Hilfe. Erste-Hilfe-Rucksack. Okay. Funkanlage hier oben und wie gesagt noch Beleuchtung hier noch ändern. Oh, jetzt wird's romantisch. Mach's mal die Tür zu.
Lieber nicht. Lieber nicht. Okay, genau. Guck mal auf andere. Und ist denn hier drunter auch was? Ja, wir haben hier auch noch Kisten drunter. Nicht unter der Sitzbank, aber hier, hier haben wir noch Kisten. Ah, okay. Warnwesten, Abspannseile. Cool. Ah, okay. Was haben wir noch? Auch witzig, die neuen Patente hier mit diesen. Das kenne ich so jetzt auch noch nicht. Noch Gürtel dabei. Da drüben auch. Genau. Schön. Also ja, Hygienehandschuhe habt ihr gleich griffbereit, wegen Vergessungsfall. Das heißt, ihr zieht die unter die normalen Handschuhe drunter. Ja. Okay. Und was habt ihr da noch? Also Fluchthauben sind das? Das sind Fluchthauben, beides. Okay. Beidseitig sind hier noch Fluchthauben drin. Macht Sinn, ne? Genau. Schön. Also sehr aufgeräumt, also super Platz. Ja, toll. So ist noch super Platz. Und ihr wisst noch alle, wie die Leute hier sitzen auf in der Gruppenkabine, ne? Ihr wisst auch dieses Beispiel, ich habe gesagt, die Führer sitzen ja auf der Fahrt in Fahrtrichtung links und können dann während der Fahrt auf der Anfahrt schon mal mit dem Gruppenführer da reden. Wer wo sitzt und wer wem die Tür auffällt, das wird am anderen Video gucken, das blende ich euch mal oben ein. Ne? Okay. Da ist jetzt noch Bordwerkzeug und Abschleppseil drauf, aber wir haben das ein wenig umdisponiert und haben da einmal unser Getränkefach für die Atemschutzgeräteträger. Dass die nach dem Einsatz auch was zu trinken haben. Genau. Genau, das ist auch wichtig, dass, dass die Leute auch, die AGTs, dass man dann denkt, Wasser mitzunehmen im Einsatz. Weil das ist halt auch vorgeschrieben, ne? Ja. Die Erholung mit was mit Getränken und sowas, da steht sogar richtig in der Dienstvorschrift. Oh. Genau. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Das heißt, diese Tür kriegt ihr nur auf, wenn beides auf ist, muss die Tür auf sein. Ja, genau. Das ist aber schade. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so die Tür, wo man immer ran muss. Nee, nee, okay, aber da sind auch dann echt nur Fahrzeugbatterien drin und einmal die beiden Unterlegkeile fürs Fahrzeug, die man einmal eigentlich halt echt relativ selten bis gar nicht braucht. Okay, dann ist es, dann verzeih ich das. Okay, ja, also wie gesagt, ich habe richtig schön, ich sag mal, aufgeräumt wie eine Apotheke. Eieiei. Also ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal, das Fahrzeug. Ja, Erik. Genau, hier oben haben wir quasi so ganze Handwerkzeug für die einfache, ich sag mal, einfache technische Hilfeleistung, womit man ja auch schon ziemlich viel machen kann. Also man sieht hier wunderbar die Beschriftung, ne? Also oben Bügelsäge, Schäkel, ne? Feuerwehrachs muss jetzt hier oben sein. Spalthammer, genau. Und so ist halt die Schrift, ne? Halligentool ist hier oben. Also ihr habt eigentlich alles dabei, was man braucht. Ne? Ja. Hier, hier sieht das aus wie ein Griff. Ich ziehe da mal dran. Ja, genau. Ziehen. Können wir einmal so. Na, das ist natürlich. Das wäre jetzt so das nächste Fach. Hier haben wir hier Faltdreiecke. Stativ, Lichtstativ. Ja, also hier ist ganz viel Beleuchtung. Deshalb auch in der Nähe, ist ja auch meist so angeordnet in der Nähe von den Notstromaggregaten, weil das Ding ja das betreibt. Genau. Und was habt ihr hier? Rundschlingen. Betankungsgarnitur, das hört sich ja so doll an, da muss ich mal reingucken. Ja, oh, schwer, du. Das ist also Betankungsgarnitur. Die kommt noch. Die haben wir woanders untergebracht. Genau. Okay, schneid ich raus. Noch, Stahlzugseile, Elektrowerkzeug. Ja. Genau. Und ja, halt. Aufgeräumt, ne? Ist Moritz so ähnlich wie bei euch ein bisschen mal, ne? So dieses mit diesem Aufklappsystem da. Ne? Genau, dann haben wir hier unseren Notstromaggregat. Mal oben aufmachen. Jo, gerne. So was Schönes. Dann habt ihr hier für die Verkehrssicherung habt ihr die Blinkleuchten. Genau. Oh, kannst du mal sagen, was ihr noch. Kann man ausholen, ne? Also, hier wie gesagt einmal die Blitzkennleuchten. Auch kann man auch auf die Faltdreiecke draufstecken. Ach, die können da drauf? Die können da drauf. Das sehen wir sehen. Komm, dann machen wir mal kurz. Das können wir machen. Nee, das ist auch schön. Verkehrsleitkegel. Die kennen wir ja, ne? Wunderbaren zum Rausziehen. Die haben wir schon gebohrt, das stimmt. Sperrwerkzeug, Türöffnung. Geht schon wieder los. Dann haben wir hier... Moment, Sperrwerkzeug, was ist das? Ja, Türöffnung. Also Sperrwerkzeug. Das ist vielleicht mal ganz interessant, ne? Da kann man vielleicht auch mal nach gucken. Schleifkorbtrage mit Spineboard oder Rettungsbrett, wie man es auch immer nennen will, drinne. Dazu noch die Befestigungsspinne. Wenn wir jetzt hier schon so Gerätschaften drauf haben, die wir jetzt in anderen Videos nicht hatten.
Danke. Hast du? Genau, das ist meine Schlafkopffrage. Jetzt, wenn man so drauf achtet. Ne? Also Spineboard. Genau. Genau. Hier haben wir noch ein Tragetuch, Bergetuch. Rettungstuch. Rettungstuch, genau. Rettungstuch. In der Zeit, wo er es rausholt, was interessant ist, wenn man sich da ein bisschen mit befasst, das habe ich vorher vor meiner Feuerwilli-Filmerei nicht gemacht, fällt einem auf, dass einem manche Firmen immer wieder begegnen in bestimmten Bereichen. Ne? Also das ist zum Beispiel Tragekörbe oder sowas oder hier so alles, was mit Tragen zu tun hat, werdet ihr immer sowas wie Ultramedic wiederfinden. Ne? Das ist hier bei dem Schleifkorb, beim Spinboard ist sogar Ultramedic, ist mit Fame nur gerade auf. Ne? Ja. Schön. Genau, und das wäre dann halt so diese Spinne, die einmal quasi oben drüber gezogen wird, ne? Oben ja. Über den Patienten rüber, damit er hier schön festgemacht werden kann. Und dann ist er auch so fest, dass man den in alle Richtungen drehen kann, ohne dass er runterfällt. Eigentlich die perfekte Aufgabe jetzt nochmal für unsere Crew, denke ich mal, ne? Wollen wir jemanden mal festmachen? Wen wollt ihr denn? Sucht euch jemand von den drei aus. Steht denn auf Liebes Publikum, ihr könnt jetzt wählen. A. Sarah, B. Hendrik oder C. Marvin. A, B oder C. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, Sarah. Sehr wahrscheinlich sogar. Ja. Nein. Genau, und hier bei den ganz normalen Schleifkordtraben sind natürlich so Gurte schon dran, ne, wo man jemanden fixieren kann. Ne? So, okay. Gut, was uns auch aufgefallen ist, ganz witzig, die Befestigung von der Trage, die ist ja magnetisch, ne? Die hängt da jetzt oben dran, das ist natürlich auch klasse. Ja, wollen wir die wieder reinpacken erstmal oder wollen wir erstmal weiter gucken? Wir können aber mal eben noch hier den Rest fertig machen. Machen wir den Rest fertig, okay. Was habt ihr noch? Mehrzweckzug, MZ16, Zubehör, hier unten noch die Umlenkrolle dazu. Oh, das war ein ordentliches Teil. Genau, Schnellangriffstrom. Noch eine Büffelwinde. Büffelwinde? Ja. Achso, ja, genau, die ist ganz mal für, das ist was man runtersetzt, um Lasten anzuheben, ne? Genau. Okay. Und das ist unsere Rettungsplattform für Verkehrsunfälle, zum Beispiel von LKW-Trecker. LKW-Nutzfahrzeuge. Also es ist wie so eine Arbeitsbühne halt in der Höhe, dass man wunderbar halt in der Höhe arbeiten kann. Wenn da einer verunfallt, kriegst du halt nicht so leicht raus, wie das normal ein PKW, ne? Klar. Gut. Genau. Das war es eigentlich da schon, ne? Jo. Super, aber echt sehr aufgeräumt da. Echt toll. Können wir hier auch nochmal einmal. So, hier haben wir 20 Liter Spritkanister. Und hier haben wir dann auch diese Tankungsgarnitur, die uns vorhin gefehlt hat. Achso, die ist da. Also. Oh, genau. Okay. Ja, das ist aber auch die Praxis. Ne? Es wurde vom Hersteller zwar da mal eingeplant, aber dann habt ihr mit euren Erfahrungen das irgendwie ein bisschen besser platziert für euch und dann kommt da was anderes rein. So ist das halt in der Feuerwehrleben. Ne? Nicht jedes Auto ist gleich. Genau. Ja, oben schön B-Schläuche. Das sieht natürlich top aus. Ne? Genau, einmal gerollt. Überdruckbelüfter elektrisch, ne? Genau. Ja. Okay. Zwei Tauchpumpen. Ja, von diesen elektrischen Pumpen bin ich absoluter Freund, ne? Weil die haben ja auch FI-Schutzschalter noch drin. Genau. Und dieses Maß, was die saugen, dieser Abstand ist halt toll. Du kriegst halt schon ziemlich trocken, Kerl. Ne? Genau. Früher haben wir immer noch so viel drin gehabt, jetzt bist du irgendwie so angekommen. Okay, wollen wir hier nochmal weiter gucken? Gar nichts mehr. Also, auch so Kleinigkeiten, ne? Diese schöne LED-Beleuchtung, ne? Das ist was. Das mag ich ja, ne? Da bin ich ja Freund. Haben wir hier oben einmal unsere Sicherheitstrupptasche. Da ist drin einmal eine Fluchthaube, einmal noch eine Atemschutzflasche. Hier drin haben wir dann auch Zubehör wie Y-Verteiler, dass man quasi dann einfach auch dran gehen kann. Der ist fest an der Flasche angeschlossen, damit geht man dann an die Maske und an den Atemanschluss von demjenigen, der noch drin liegt, damit er weiterhin Luft hat und sicher nach draußen kommt. Genau. Also das ist die Tasche für den Sicherungstrupp. Das heißt, genau. Angriffstrupp geht rein. Wassertrupp wartet an der Tür im Normalfall, um den Angriffstrupp, der drin ist, zu sichern. Sollte was passieren, die geben Mayday, Mayday, Mayday. Ne? Dann geht der Sicherungstrupp rein und kann dann sozusagen mit diesem Y-Stück sozusagen genau die Leute, die dann drin sind und wahrscheinlich knapp mit Atemluft mittlerweile sind, mit Luft versorgen hier. Ne? Super Tasche. Ja.
Ja. Klasse, ne? Gute Sache, sehr professionell. Und nochmal eine Fluchthaube auch dabei, ne? Für den Fall der Fälle. Genau. Super. Aber sehr sinnvoll, ne? Also, ja, jeder stellt irgendwie Sicherungstrupp, weil es in der Feuerwehrdienstvorschrift so geregelt ist, ne? Aber sich Gedanken darüber zu machen, was man da macht, wenn man wirklich mal rein muss, machen sich, glaube ich, wenige, ne? Da wird einfach mit einem Rettungssuch reingegangen und vielleicht, keine Ahnung, hinterher, aber sich darauf vorzubereiten, was man mit anderen nochmal anklemmen muss. Gut. Genau. Dann haben wir Schlauchtragekörbe, 4x C, 2x B. Okay. Wobei, und hier haben wir noch Seilschlauchhalter, wobei einer immer, also ein Schlauchtragekorb immer mit dem Rauchvorhang ausgerüstet ist. Ja. Auch fest montiert. Also mit diesem mobilen Rauchverschluss meinst genau. du, ne? Ja, genau. Ja, und kann ich das mal? Ja, klar. Natürlich. Nur so halb optimal finde. Sagen wir haben ja hier also die Klettbänder. Genau, also jetzt ist natürlich interessant, Praxis. Ihr habt das so gelöst, weil ich finde mal diesen Anfang, wenn der hier irgendwo fest sein sollte, ist das schlecht. Ihr habt das so gelöst, indem ihr einfach eine Schlaufe gemacht habt. Auch eine Variante. So, wie habt ihr das festgemacht? Hier gab es Ösen dran direkt und genau. Da haben wir die Klettbänder einfach durchgezogen und das war relativ optimal. Easy, ne? Ne, ihr macht das nicht so. Ihr müsstet hier mal aufmachen, ne? Ja. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle wäre jetzt, nur als Vorschlag, man macht das zu, so bereitet es vor, dass es gleich zugeht. Das war ich eben. Und macht hier nur so eine Schlaufe durch. Und macht das dann zu. Dann könnt ihr das nämlich im Einsatzfall einfach nur rausziehen und dann braucht ihr das nicht aufmachen, ne? Ja, so eine gute Idee. Könnte man anstrengen. Lass es mal so. Können wir machen, auf jeden Fall. Aber jeder macht so, wie er es meint. Ne? Alte Schlaufen hier draußen, diese, wie nennt sich das? Seven to go. Seven to go, habt ihr auch gemacht, super. Ja. Ja, merkt man hier schon. Also, ich sehe hier in der Feuerwehr, das merke ich sofort, auch wenn ich euch jetzt vom Dienstgeschehen nicht kenne. Wir sind in anderen Ausrückebereichen. Aber hier wird sich echt Gedanken gemacht. Ne? Sowas finde ich super. Seven to go. Also, hier ist eine Feuerwehr, merkt man schon, die immer, die auch will. Ne? Finde ich super. Genau. Jo, macht. Das ist hier ein Schlauchpaket. Lass ihr das anmachen. Schnellangriff C. Ein Schlauchpaket kannst du dann so rausnehmen, über die Schulter hängen mit Strahlrohr. Ja. Und ab geht's. Genau. Hier die Variante mit zwei 15er Schläuchen. Standardmäßig sind der 30 Meter mal schlecht zu bekommen, ne? Aber geht halt auch, ne? Genau. So, dann haben wir hier noch unseren Schnellangriff B. Verteiler. Genau. Genau, die Verteiler. Ja, ist halt, also auch von der Lage, ne? Das ist also hier auch echt wichtig. Ne? Du greifst ohne rein, zack und raus, ne? Ja. Top. Und zack. Abgang. Ja, und fertig, ne? Wir unten noch ein paar holen, noch ein paar Stahlrohre drin hängen. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Hier, wie gesagt, das Herzstück, ne? Dann heute machen wir mal was anderes, damit ihr mal seht, wer normalerweise auch hinter Kamera steht. Dass der hübsche Moritz am Film ist, das haben schon viele mitbekommen. Aber da gibt es eigentlich noch mehr. Und die werde ich jetzt einfach mal spontan, ohne dass wir es wissen. Schade, dass ich das nicht filmen konnte. Die werde ich mal spontan mit dazu holen. Und zwar jetzt mal kurz die Crew mit zur Seite. Zack. So. So. Und jetzt können wir mal ein bisschen rüber, weil wir sind jetzt da unter dem Saugstock. Jetzt gucken wir mal. Ich überlege, was wir heute von dir vielleicht nochmal vorstellen lassen können heute als... Als Special. Als Special. Also, Sarah kennt er ja schon. Marvin, ich will sagen mal Marvin 2, weil Marvin 1 ist heute leider im Bett zu Hause. Mit wem auch immer. Und Hendrik. Ne, kennt er alle. Okay. Und die werden jetzt so ein bisschen im Hintergrund mit uns drei hier, die gleich das Fahrzeug vorstellen, mal so ein bisschen unterstützen. Nicht! Entschuldigung. Ja. gleich so eine Schilder. Ich bin schon nicht mehr.
Per Hans hier. Gut. So, soll ich das mal erstmal rausnehmen? Vielleicht? Alles für. Ah, gut. So. I tell you. So.